Ja, moin moin und Metall, meine lieben Freunde. Jetzt hatten wir ein paar Tage Urlaub von unserem Lieblingsprofi-Influencer und dann meldet er sich mit einem Stream zurück, der mich die Hände über den Kopf zusammenschlagen hat lassen. Teilweise denkt man da wirklich, dass man sich eher im falschen Film befindet und irgendwie gleich jemand irgendwie das Kostüm auszieht und auf einmal Harper Kerkeling da steht und das größte soziale Experiment in Deutschland aufklärt, was seit 12 Jahren unter dem Namen Drachenlord läuft. Denn sind wir mal ehrlich, solche Meinungen, wie unser Rainer hier teilweise vertritt, kann eigentlich kein normaler Mensch vertreten. Aber der Drache belehrt uns mal wieder eines Besseren und haut eine Aussage nach der anderen raus, die utopischer kaum sein kann. Wir schauen uns diesen Stream mal in geschnittener Form an. Also wie immer werde ich natürlich nur ein paar Szenen zusammenschneiden, die ich jetzt besprechen möchte. Und dann quatschen wir mal ein bisschen darüber. Ich weiß auch noch nicht, auf welchem Kanal ich das Video jetzt hochladen werde. Ich werde es auf jeden Fall auf meinem Hauptkanal probieren. Wenn das mit dem Rendern aber immer noch zu lange dauert, dann kommt es halt wieder auf dem Zweitkanal. Also am besten beide Kanäle abonnieren, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Den anderen Kanal, auf dem ich das Video hier halt nicht hochlade, blende ich euch oben in der Ecke nochmal ein und verlinke euch dann das auch nochmal unter dem Video. Ansonsten ist natürlich Radau in den Kommentaren und auf dem Like-Button immer ganz hilfreich, um das Video dann auch ein paar Drachis anzuzeigen. Wir werden gleich im Stream da auch nochmal sehen, es gibt nämlich noch ein paar Leute, die wirklich Rainers Meinung sind. Und Rainer der Meinung auch ist, es werden ja Hunderttausende. Aber gut, dazu kommen wir dann gleich nochmal. Lass uns erstmal anfangen und anhören, was Raini uns zu sagen hat. Also es ist so. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt oder auch nicht, ist es ja so gewesen, dass mein Discord gesperrt war. Mein Discord, mein Teamspeak. Quatsch. Warum mache ich das immer? Mein komischer Kopf, oder? Ich kann dir das sagen, Rainer, weil du mit deinem Kopf wieder nicht bei der Sache bist. Du konzentrierst dich schon wieder auf irgendwas anderes, hast andere Gedanken im Kopf und konzentrierst dich nicht auf das, was du sagen möchtest. Daher kommt dann wieder so eine Grütze raus bei dir, wie zum Beispiel Discord, dann Teamspeak und eigentlich meinst du ja eigentlich noch deinen TikTok-Kanal, der einen 7-Tage-Strike hatte. Also passt auf folgende Situation. Namen Guido. Es ist so. Ich möchte. Ich war jetzt gesperrt die ganze Zeit. Also ich konnte keine Videos hochladen, ich konnte nichts, also Videos konnte ich hochladen, aber ich konnte keine Livestreams machen. Weil die Hater mal wieder ihren Kindergarten abziehen mussten. Livestreamst du heute? Für den Anfang eine Stunde. Schauen wir mal, wie es läuft. Das Hauptproblem ist, weil gerade jemand fragt, ob jetzt immer damit zu rechnen ist, dass ich gesperrt bin. Das Hauptproblem dabei ist, dass das natürlich auch ein bisschen darauf ankommt, ein bisschen darauf ankommt, wie das Ganze gehandelt wird. Merkt ihr, wie konzentriert er bei der Sache ist? Ich meine, er hat um 20 Uhr angefangen zu streamen, gähnt die ganze Zeit rum, obwohl er meines Wissens nach im Moment immer sehr lange ausschläft. Ihr seht ja auch, er hat eine Unterkunft und er ist halt komplett woanders mit den Gedanken. Und dass er einen Strike als Kindergarten der Hater bezeichnet, ist auch wieder sowas von bezeichnend. Dass du, Rainer, in deinem Stream Blödsinn gemacht hast, wofür du halt von der Plattform gestrikt wurdest, ist natürlich nicht die Schuld von irgendjemand anderen, sondern von dir. Es sind ja nicht die User, die dich striken können. Nein, Rainer, die können dich maximal melden und dann prüft das die Plattform halt nochmal nach, ob das auch so hinhaut. Und wenn die Hater sagen, das ist strikewürdig und die Plattform dann sagt, das ist strikewürdig und du daraufhin einen Strike bekommst, ja, dann ist das kein Kindergarten, sondern eine Verfehlung von dir gegenüber den Richtlinien, die du halt begangen hast. Aber naja, das Thema Selbstreflexion, wir kennen es ja, das alte Thema. Ich für meinen Teil hoffe, dass ich nicht wieder gesperrt werde. Ich finde es auch immer interessant, ne? Ich werde immer sofort gesperrt, wenn ich mich mal ein bisschen deutlich zu Wort melde. Aber die ganzen Hater und Kritiker, die werden nicht gesperrt für ihre ganzen Beleidigungen und die ganzen Nonsens, den sie immer von sich geben. Man wird wieder mit zweierlei Maß gemessen.
Das ist auch schon echt hart, das aus seinem Mund zu hören. Ich meine, wie oft gab es damals auf YouTube das Winklerglück, wo er eigentlich schon längst gestrikt hätte werden müssen und er mit der Mobbingkarte dann halt da wieder durchgekommen ist, mit der Begründung, ja, die bösen Hater, die bösen Hater. Jeder andere hätte seine Kanäle schon zigmal verloren. Und ja, Rainer, auch andere bekommen Strikes. Ich hatte welche, so ziemlich jeder andere Kanal, der sich, glaube ich, mit dir beschäftigt, hatte auch schon welche. Klontas Kanal zum Beispiel ist ja letztens komplett gesperrt worden. Das passiert uns dann auch. Und ich sage dir, Rainer, wenn wir deine Wortwahl benutzen würden, dann würden unsere Kanäle schon sehr viel früher gestrikt werden. Aber an dieser Situation hier und der Meinung, die er halt ablässt, merkt man schon wieder sehr gut, dass Rainer sich gerade bereit macht, um in den Angriffsmodus umzuschalten. Was ich interessant fand, ist, dass mal wieder einiges über mich erzählt wird. Aber freut mich, dass du wenigstens eine vorübergehende Unterkunft hast. Ja, und mich erst. Ja, auf jeden Fall, es ist alles nicht so einfach momentan, ne? Also finanziell steht es bei mir natürlich mal wieder nicht zum Besten. Danke für die Unterstützung und willkommen bei den Drachis. Ich habe was vor, daran arbeite ich jetzt schon seit einer Woche oder so. Wenn man das Ziel hier erreichen würde, ich Merchandise wieder einführen. Ist natürlich ein sehr großes und ambitioniertes Ziel, das ist mir klar. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich wirklich stark daran arbeite und das halt für mich aber nicht so einfach ist. Und wenn ich das wieder umsetzen könnte irgendwie, müsste ich natürlich erstmal gucken, wie, aber dafür bräuchte ich natürlich auch eine finanzielle Rücklage in der Hinsicht. Und wenn ich das hinkriege, dann könnte ich auch wieder Merchandise anbieten. Kurz zur Erklärung, er möchte bei 1000 Abonnenten einen Merchandise-Shop aufmachen. 1000 Abonnenten, das bedeutet bei 5,99 im Monat, die das halt kostet, ein Abonnent bei ihm zu werden, und natürlich dem Teil, den sich die Plattform dann noch davon wegnimmt, wären das vielleicht 2.000-3.000 Euro im Monat für Reini. Wenn er das halt bekommt von euch, wäre er so gütig, dass ihr auch ein T-Shirt bei ihm kaufen könnt. Klingt doch fair, oder? Oder ist es einfach eine billige Masche, um an das Geld seiner Zuschauer zu kommen, dass man halt Fanwünschen mit zahlenden Abos verknüpft? Was ich mich ehrlich gesagt an dieser Stelle frage, was schreibt er denn dann ins Impressum seines Merchandise-Shops? Wir haben uns gestern schon auf dem Discord gefragt, ob der Holzunterstand hinter dem Rewe, den er sich ja letztens da gebaut hat, eine Anschrift hat und ausreichen würde. Naja, wir werden es bald erfahren. So, ich arbeite momentan an ein paar Ideen, auch bezüglich Webseite und so weiter. Da gab es ja in der letzten Zeit jetzt schon ein Problem. Darum habe ich mich jetzt gekümmert. Jetzt muss ich mich noch um anderweitige Sachen kümmern. Und dann kann man das alles ein bisschen leichter über die Bühne schieben. Hoffe ich jedenfalls. Und das würde mir persönlich halt, vielleicht auch das eine oder andere, den einen oder anderen Vorteil geben. Was erzählst du denn da schon wieder? Das ist so dieses Dahingestammel von Worthülsen, weil du einfach null bei der Sache bist. Das würde mir einen Vorteil geben. Was für ein Vorteil? Das würde dir maximal einen Nachteil geben, weil du dann weiterhin monatliche Kosten dafür hast und du ja nicht mal weißt, wie du irgendwas finanzierst in deinem Leben. Du hast doch einen Blog, den du halt auch nicht bespielst. Die täglichen Blogs, die in der letzten Woche zweimal erschienen sind, aber tägliche Blogs sind, hast du doch auch. Und dafür brauchst du dann nochmal eine Webseite extra? Oder was willst du darauf veröffentlichen? Dieser Gedankengang schon wieder und wir sind gerade erst angefangen mit dem Video. Aber es wird noch besser, meine lieben Freunde. Es wird noch um einiges besser. Hallo? Alles klar, verstehe. Jo, und selbst? Ja, geht. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, deswegen bist du hier, dachte ich. Ja, genau deswegen. Du hattest ja mal eine Woche lang oder so 1200 Euro. Ja, ich hatte die nicht eine Woche lang, ich habe die fast 2,5 Wochen gehabt. Wieso? Ja, ich wollte fragen, warum hast du von den, also oder hast du von den 1200 Euro dir irgendwas gekauft, so für den Outdoor-Bereich, weil du ja selber wusstest eigentlich, dass du vielleicht keine Nein. Möglichkeiten hast, wo zu pennen? Nein, ich habe mir einen Teil davon, mein Outdoor-Zeug habe ich ja die ganze Zeit gehabt. Naja, sind wir mal ehrlich. Dein Spaten und dein Seil, das du uns gezeigt hast, waren ja noch original verpackt und nicht einmal benutzt. Also, dass du das schon wochenlang oder so mit dir rumschleppst, stimmt ja nun auch nicht. Das konnte ja jeder sehen, dass die noch nagelneu waren. Einen Teil von dem Geld habe ich dafür ausgegeben, dass ich
dass ich wo pennen konnte, wenn ich drinnen pennen konnte, wenn das Wetter zu beschissen war. Einen Teil von dem Geld habe ich für die MPO ausgegeben und dann war das Geld auch relativ schnell weg. Und ansonsten hat dann Fahrtkosten alles. Letztens in einem Stream hieß es doch noch, von den 1200 Euro konnte er leider nichts in die MPU stecken. Jetzt schon? Merkt ihr, wie die MPU wohl finanziert ist? Ich würde jetzt mal ganz klar behaupten, die MPU ist richtig gut durchfinanziert. Da gibt es bestimmt keine finanziellen Probleme, oder Rainer? Okay. Glaubst du selber, es wäre vielleicht besser gewesen, dir sowas zu kaufen? Jetzt so im Warte mal Nachhinein? kurz. Warte mal kurz. PayPal kann man mir nicht spenden, nein. Wie meinst du das? Ich habe doch gerade gesagt, ich habe Outdoor-Sachen immer gehabt die ganze Zeit. Wieso soll ich mir was kaufen, was ich besitze? Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, aber vielleicht bessere Sachen oder so. Also, ich möchte dich jetzt nicht angreifen, aber du hast ja selber zum Beispiel gesagt, dass dir kalt ist oder sowas, als du draußen unterwegs warst. Aha. Und? Und weiter? Man merkt hier wieder sehr schön, wie Rainer jetzt in dieses arrogante Ich verfällt, weil da halt jetzt jemand im Stream ist als Gast, der ihm kritische Fragen stellt, die aber sachlich aufführt und einfach nur mal nachhakt. Zum Beispiel hat Rainer ja im Outdoor-Video gesagt, dass er kein Zelt mehr hat, sondern nur noch diese Plane oder halt nur Isomatten und keinen richtigen Schlafsack. Daher ist es absolut gerechtfertigt, mal nachzufragen, ob er das Geld, was er bekommen hat, nicht lieber in ein ordentliches Zelt hätte stecken sollen, damit er halt damit eine Unterkunft zur Not für die Nacht gehabt hätte. Absolut berechtigte Frage und Rainer reagiert darauf halt wieder sehr gereizt, wie immer, wenn kritische Fragen seine Planlosigkeit offenlegen. Das Geld wärmt einen nicht im Normalfall. Und kalt ist es immer. Es ist minus 3 Grad, ändert sich ja nicht dadurch, dass ich mir irgendwas anderes kaufe. Ja, aber ich glaube, du hast meine Frage nicht verstanden, weil Ich habe du deine weißt Frage ja, dass schon dein. verstanden. Aber die Sache ist die, wie gesagt, Outdoor-Sachen. Ich kaufe mir doch jetzt, wo es auf Sommer zugeht, nichts, was ich in 2 Monaten nicht mehr brauche, wenn ich stattdessen irgendwo drinnen pennen konnte in der Zeit mit der Kohle. Dieses renitente Verhalten, anstatt einfach auf die Fragen einzugehen. Wirklich ein typischer Winkler. Ein Ford Ranger, wenn man in 2 Monaten zur MPU muss und mit großer Wahrscheinlichkeit seinen Lappen abgeben muss, ist halt eine super Anschaffung. Aber ein Zelt, was man auch im Sommer benutzen kann und nur einen Bruchteil der Kosten verursacht, ist ja eine ganz blöde Anschaffung. Das ist Rainers Logik. Und wir merken hier halt auch sehr schön, dass er angefressen ist und die Stimmung schon wieder richtig kippt. Und das halt nur, weil man ihm mal sagt, dass er vielleicht die eine oder andere schlechte Entscheidung getroffen hat und das halt hätte er mal anders treffen können. Aber das möchte unser Rainer nicht hören. Also gibt Es doch ist keinen halt. Sinn, zumal ich alles mit rumschleppen muss. Und außerdem habe ich ja die meisten Sachen, die ich brauche, habe ich ja. Das Einzige, Okay. was mir wirklich fehlen würde, wäre ein Messer gewesen. Aber Ja, was erstens habe ich in dem der Moment war nicht dran schon. gedacht. Und zweitens war das jetzt auch nicht unbedingt nötig, mir eins zu kaufen. Von daher. Okay. Für was hättest du das Messer gebraucht, wenn ich fragen darf? Wie? Wofür braucht man ein Messer im Outdoor-Bereich? Ja, yeah, aber für was hättest du es denn gebraucht? Also, weil es gibt ja viele Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel Stecken oder so klein machen musst, kannst du die auch zum Beispiel zerbrechen, anstatt zu zerschneiden oder so oder zerhacken. Also für was hättest du persönlich das Messer gebraucht? Ein Messer brauchst du im Outdoor-Bereich immer. Schau dir mal ein paar Survival-Leute an. Da gibt Ja, es yeah, ich weiß, aber. Milliarden-Leute. Ich werde jetzt dir nicht erzählen, wofür ich Messer verwende. Das geht dich nichts an und man braucht im Outdoor- und Survival-Bereich einfach ein Messer. Punkt. Merkt ihr dieses Hochgestochene, diese Arroganz von Rainer? Ein Zuschauer fragt, wofür er denn das Messer bräuchte. Eine ganz normale Frage, auf die man auch einfach antworten kann. Aber Rainer will sich halt lieber fetzen mit Leuten, die ihm die Fragen stellen. Und meiner Meinung nach ist die Frage absolut berechtigt. Er will ja irgendwie keine Tiere jagen wie John Rambo oder sowas mit seinem Messer. Das ist ja nicht Survival, der auf Rainer zutrifft. Daher kann man schon fragen, wofür er das Messer denn genau braucht. Oder ob es halt Situationen gab, in denen er schon eins gebraucht hätte und dabei keins dabei hatte und wie er das dann gelöst hat. Daraus entwickelt sich doch Gespräche, aber Rainer will halt auf diese Fragen gar nicht eingehen. Rainer möchte nur bestätigt werden von seinen Drachis und das merken wir gleich auch nochmal sehr schön. Ist eine Tatsache. Weiß Ja, jeder, natürlich, ja, das ist eine je, Tatsache. jeder, jeder, der im Survival unterwegs ist, wird immer ein Messer im Normalfall dabei haben. Das ist das Einzige, was mir im Moment fehlt. Aber ich habe auch Alternativen zum Messer. Also von daher ist es nicht ganz so schlimm. Ja, aber das meinte ich ja zum Beispiel, für was du es gebraucht hast und was du dir alternativ könntest. Ja, egal, okay, ja. Okay, ja. Ja, Wann machst du okay. weiter mit Survival? Markus ist schon geplant, also läuft im Moment alles nebenher. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, was hochzuladen. Wird aber auch bald weitergehen damit. So, entschuldige.
Ja, alles gut. Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, die ich gestellt hätte, wann das nächste Survival-Video kommt von dir. Und Ja, eine bitte. andere Frage, die ich stellen wollte, war, das letzte Video von dir, wo du aufgenommen hast, das war ja hinterm Rewe. Was? Das letzte Welches Video? Das letzte Video, was ich Survival-Video von dir. aufgenommen habe. Das letzte Video, was ich aufgenommen habe, hatte kein Video, hatte kein Bild. Das hast du auf Odyssey doch hochgeladen. Das letzte Video, was ich hochgeladen habe oder was ich aufgenommen habe, das ist auf TikTok gelandet. Das war ein ganz normales TikTok-Video. Ich meinte das Outdoor-Video von dir, wo du auf Odyssey Ja, dann das. hochgeladen. Da musst du schon dazu sagen, weil das letzte Video ist das nämlich nicht. Ich finde das wirklich unglaublich, wie hochnäsig Rainer sich hier gibt. Er meinte das Outdoor-Video oder Survival-Video. Und das weiß Rainer natürlich auch ganz genau. Dass er danach aber noch ein 2-Minuten-Video auf TikTok hochgeladen hat, gibt ihm natürlich nur den Vorteil, darauf rumzureiten, dass es ja nicht das letzte Video war. Anstatt aber einfach auf seine Frage zu antworten, möchte Rainer sich hier nun wieder auf Nebensächlichkeiten stürzen, damit der Typ ins Schwimmen kommt und nicht mehr richtig mit ihm diskutieren kann. Er möchte damit halt seinen Gegenpart verunsichern. Und warum? Na, weil ihm das nicht gefällt, dass er kritische Rückfragen bekommt, wie zum Beispiel, warum hast du dir kein Zelt gekauft von den 1200 Euro? Das ist wirklich Rainers Art par excellence, um mal wirklich zu beschreiben, wie er sich so verhält in solchen Gesprächen. Kritik, auch wenn sie berechtigt ist, wird mit Arroganz und Angriffslust versucht kaputt zu machen, damit der Gegenpart verunsichert ist und dann nicht gegenargumentiert. Ja, Was okay, ist damit? Entschuldigung. Ja, mein Fehler. Das hast du ja hinterm Rewe aufgenommen. Du bist nicht hinterm Rewe aufgenommen. Hinterm Was Rewe sieht doch. kannst du nicht aufnehmen, weil hinterm Rewe Privatgrundstücke sind und Häuser. Hinterm Rewe kannst du nichts aufnehmen. Okay, von der anderen Seite halt vom Rewe. Auf jeden Fall war da ja ein Rewe in der Nähe. Hat man ja gesehen im Video. Und weiter? Wo ist das Ja, Problem? auf jeden Fall. Anscheinend hast du ja den Ort, wo du warst, nicht sehr ordentlich hinterlassen. Da war ja noch Müll und alles von dir. Mit Sicherheit war kein Müll von mir. Alter, ich schmeiß nicht mal ein Kaugummipapier einfach auf den Boden. Ach, ganz ehrlich, ich liebe diesen Teil vom Stream, wo man so Rainers Psyche richtig schön analysieren kann. Ich blende euch nochmal kurz ein paar Bilder vom Yam-Yam-Öl ein, die Rainer an dieser Stelle, wo die Verpackung ja lag, kurz vorher gezeigt hat, in seinem Outdoor-Video und gemeint hat dann noch, dass er die ja auch in Kürze essen wird. Und dann liegt da ganz urplötzlich diese Verpackung dort. Wer die da wohl gegessen hat? Aber Rainer schmeißt ja nicht mal Kaugummipapier einfach so auf den Boden. Da möchte ich euch dann nochmal ein Bild einblenden, welches Rainer ja selber veröffentlicht hat in seinen Videos, die das auf jeden Fall bestätigen werden. Oder das hier zum Beispiel. Na, was meint ihr? Absolut richtig, was unser Rainer da sagt, oder? Ja, ich glaube, ich belasse es mal bei den beiden Bildern, obwohl wir natürlich alle wissen, wie auch die anderen Räume aussahen oder wie auch der Hof aussah. Aber Rainer lässt nicht mal ein Kaugummipapier einfach so auf den Boden fallen. Was ist das für eine Anschuldigung gerade schon wieder? Ja, also. Das habe ich noch in meinem Leben noch nicht gemacht. Ich schmeiß nicht mal ein Kaugummipapier auf den Boden. Okay. Ja, finde ich gut von dir, dass du das nicht machst. Ja, ich habe mit Sicherheit nichts dreckig hinterlassen. Außerdem würde mich interessieren, welcher Hater, die das schon wieder gesteckt haben will, dass ich irgendwas bin. Oder wie heißt du? Mimon? Ofenkäse? Affenkeks? Ich? Wie ich heiße? Ja, komm, ganz ehrlich, Alter. Schon die ersten Geschichten, die ersten Fragen waren schon wieder so typische, oh, wir gehen ihn auf den Sack und provozieren ihn. Warum hast du das nötig? Was willst du damit erreichen oder beweisen? Erzähl Also mal. Entschuldigung, nur damit wir uns richtig verstehen, ich wollte dich nicht provozieren mit meinen Fragen, sondern es hat mich wirklich interessiert, weil Und du hast darüber geredet. provozieren vielleicht nicht, aber du wolltest damit schon wieder irgendwie so hier falschen Content produzieren. Die Frage ist, was will ich mit einem Messer? Ja, was will man mit einem Messer? Mit einem Messer will man Schafe scheren. Oder Schafe kämmen. Ne? Genauso blöde Antwort wie die blöde Frage. Was will man mit dem Messer? Aber es Ähm, hat und die und, und die Frage, warum auch gleich wieder direkt auf die Rewe zu gekommen war. Warum hast du die Rewe überhaupt angesprochen? Ist die Frage in dem Moment. Weil die Sache ist nämlich die. Du hättest auch einfach sagen können in dem Video, wo du warst, du hast diesen Platz nicht sauber hinterlassen. Du hättest die Rewe gar nicht ansprechen müssen. Aber man spricht gleich wieder das an, damit wieder jeder weiß, wo das ungefähr ist. Ja, man sieht es im Video, man muss es aber nicht dokumentieren, wo das ist. Man muss es dann nochmal extra ansprechen. Ich habe es aus dem Grund angesprochen, weil ich Ich ja weiß, dass eine. das ein Troll ist. Nein, ich bin kein Troll. Ich habe das ja aus dem Grund angesprochen, weil ich dich ja auf einen Ort angesprochen habe, an dem du warst. Und damit Ja, wir. aber du musst mich ja nicht auf die Rewe ansprechen. Ich war nicht an der Rewe.
Doch, du warst neben dem Rewe. Und Reinis Verhalten ist halt genau das Verhalten, was ihm seinen Internetauftritt kaputt macht. Er könnte sich auch ganz normal mit diesem Typen jetzt unterhalten. Der ist ruhig weg, macht keinen Stress, fragt halt irgendwie so ein paar Fragen, aber anstatt zu antworten, wofür er beim Survival in letzter Zeit mal ein Messer benötigt hat, oder ob er ein Zelt nicht vielleicht die bessere Investition gewesen wäre mit seinem Geld, sind wir hier bei dem Punkt, dass Rainer der Meinung ist, der Typ ist ein Hater, der ihm nur böse Sachen möchte, nennt dann auch wieder Mimon oder mich, weil ihm das im Kopf halt rumschwingt, wird und wundert sich dann, dass die Leute ihn nicht mögen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Es gibt ja im Moment diese Good Guy Rainer Memes. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich blende euch da mal ein paar von ein. Davon gibt es wirklich schon irgendwie 100 Stück, die ich glaube ich gesehen habe. Da geht es halt darum, dass Rainer als netter Typ, der wirklich Fanmanagement betreibt, sich richtig verhalten würde. Immer mit so einem reingeschoppten Lächeln, halt so dieser Paralleluniversums-Rainer. Und wenn ihr euch diese drei Sachen jetzt mal anschaut, sind das halt die Verhaltensweisen, die ihm halt so viel Übel erspart hätten. Einfach nett sein zu Leuten, halt der Good Guy Rainer. Und vergleicht das mal bitte zu diesem Verhalten hier in seinem Stream. Wenn er sich in den letzten 12 Jahren genau so verhalten hätte wie auf den Bildern, dann wäre er heute in seinem Leben wahrscheinlich auf einer Stufe mit Tanzverbot oder vielleicht noch höher. Und genau das ist ja halt der Punkt. Rainers Verhaltensweise ist das, was ihn im Leben dahin gebracht hat, wo er im Moment ist. Aber für ihn sind ja immer nur die anderen alle schuld, nie er selber. Ich finde, das merkt man hier in dieser Situation auch halt sehr gut, wie leicht es wäre, sich da als Good Guy Rainer einfach ordentlich gegenüber dem Fragesteller zu verhalten. Ja, leider sind wir in unserer Realität und nicht in diesem Paralleluniversum. Daher müssen wir mit dem Rainer, den wir hier haben, jetzt Vorlieb nehmen. Das ist genau das, was ich meine. Wenn ich 100 Meter vom Netto entfernt bin, dann brauchst du ja auch nicht sagen beim Netto, sondern du hast mich auf mein Video angesprochen. Da hättest du einfach sagen können, das Video, wo du in dem Outdoor Survival unterwegs warst, da hast du angeblich noch Müll hinterlassen, als du da weggegangen bist. Man braucht den Rewe in dem Moment gar nicht ansprechen. Aber der Rewe wird wieder angesprochen, weil es diese typische Kultstätte ist. Neben meinem Haus oder meinem Schanze, wie es immer genannt wird, oder dem Pilgerweg und ähnliche Geschichten, muss immer wortwörtlich angesprochen sein, wo das ist. Aber wieso? Muss man da schon wieder deutlich darauf hinaus, dass die Leute dann da wieder zusätzlich versuchen hinzukommen oder hinzufahren oder hinzurennen? Muss doch nicht sein, oder? Ja, okay, also jetzt, wo du es so sagst, natürlich könnte man das so verstehen, verstehe ich. Na, das würde jeder normale Mensch so sehen. So. Und Schluss. Alter, das ist so ein Kindergarten jedes Mal. Und da hat er ihn rausgeworfen und gebannt. Und es fragen sich wirklich noch Leute, wieso dieser Herr nicht gemocht wird. Danach kam dann ein Drachi rein und der hat ziemlich stark Speer von Reini poliert. Daher schneide ich da mal ein bisschen was von weg von dem Stream. Das brauchen wir uns ja jetzt nicht alles anhören. Allerdings spricht Reini hier auch noch von seinem Verhalten als Romantiker. Und da hören wir jetzt nochmal rein. Kann man dann nämlich auch noch Folgendes ansprechen. Ich bin ein klassischer Romantiker. Ja? Das heißt, wenn mir ein Mädel gefällt, das habe ich immer wieder gebracht und ich bin jedes Mal dafür ausgelacht worden. Blumen, Pralinen, schöne Klischeefüllung, Blumen, Pralinen und ein Liebesbrief. Das habe ich meine ganze Jugend und später meine Schulzeit über so, habe ich alles so übergemacht. Wenn mir ein Mädel gefallen hat, ich hatte damals die Möglichkeit, ich kam leicht an Rosen und so weiter ran, weil ich da Familienmitglieder in der Branche hatte. Und dann habe ich halt einfach gesagt, ey, pass auf, bring mir mal ein, zwei Rosen mit, kriegst 2-3 Euro von mir, dann passt das. Alles klar, so gemacht. Am nächsten Tag das alles gemacht, dass ich das abgegeben habe, Brief geschrieben. Schön handschriftlich, versteht sich? Ja. Ich mit meiner Sauklaue. Also Rainer sieht sich als klassischer Romantiker. Was die Frauen wohl dazu sagen, die von ihm halt die Bilder seines kleinen Rainers bekommen haben, ohne danach zu fragen. Ob die das auch so sehen, dass Rainer der klassische Romantiker ist? Aber es geht ja letzten Endes um den Gedanken dahinter. Ja. Das Geilste, was mal passiert ist, das war in der Schulzeit. Wie gesagt, ich wurde immer dafür ausgelacht, wenn ich sowas gemacht habe. Sowohl von meinen Freunden, als auch meinen Mitschülern, als auch den Mädels oder den Menschen, denen ich das halt angebracht habe. Ja. Und das Geilste, was mal passiert ist, ich habe 3 Rosen besorgt. Rote Rosen natürlich, Liebe und so. Ne? Verschiedene Blumenfarben haben ja auch verschiedene Bedeutungen. Dazu einen Brief und so eine kleine Schachtel. Das waren keine richtig teuren Pralinen, das waren ja so 2,50, 3 Euro Pralinen aus dem Laden. Aber wie gesagt, das geht ja in erster Linie um den Gedanken. Und das zusammen auf ihren Tisch gelegt.
Und dann kam halt einer nach dem anderen rein und hat sich halt schon gewundert, so, ne? Und als dann sie reingekommen ist, bin ich aufs Klo gegangen, weil ich halt, ne, schüchtern und so. Ich bin dann 5 Minuten vor Schuldigen reingekommen. Die Rosen lagen also man kam rein, dann war rechts die Tafel und links waren die Plätze. Dann waren vor der Tafel waren die Rosen auf dem Boden verstreut, schön zertreten. An der Tafel war mein Brief hingehängt, mit irgendwelchen Zeichnungen auf der Tafel, mit Pfeilen, die auf den Brief gedeutet haben. Und so, ha, 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 der Fettsack oder der Dummsack oder sonst was, der blöde Idiot und sonstigen Scheißdreck, der Stinksack und was weiß ich alles, lauter Beleidigungen halt, weißt du? Womit sie mich ja damals früher gerne verarscht haben. Und dann denke ich mir halt so, weißt du, ich meine, heutzutage denke ich mir so, naja, gut, ist halt so gewesen. Damals war das natürlich so ein richtiger Schlag in die Fresse, ne? Natürlich. Also ganz ehrlich, wenn ich mir diese Story so anhöre, ich könnte schwören, dass das aus einem Film ist. Genau diese Szene habe ich schon irgendwo mal in einem Film gesehen. Ich sage mal einfach, der Lülykopter ist hier wieder wahrscheinlich tief am Kreisen und diese Story hat er aus irgendeinem Film und versucht ihn nun als seine eigene Story zu verkaufen. Das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass das vorkommt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir ist es ja so, bei mir ist es ja genauso gewesen. Aber bei mir war es auch so, ich habe mich halt trotzdem nie untergeordnet. Ich habe trotzdem mein Ding mit voller Karacho durchgezogen, so. Und ich habe damals auch ein bisschen Rock und Metal gehört, auch wenn ich damals nicht wusste, wieder, was das ist. Also ich kannte das nicht als Rock und Metal, ich kannte es halt als, ja, als Rock halt natürlich, aber ich wusste ja halt nicht, dass es nochmal durch Metal unterschieden wird. Es Im hat mir einfach Nachhinein habe ich dann, gefallen. es hat mir einfach gefallen, es war eben einfach diese Gitarrenmusik und so weiter. Und mir gefiel auch immer dieser extreme Kontrast, ne? Jetzt kam mir das neue Album von Metallica raus, deswegen ist es jetzt vielleicht ein ganz guter Vergleich. Bei Metallica ist dieser Vergleich ja auch extrem geil. Da gibt es ja extrem krasse, krasse, harte Riffs und dann gibt es halt diese typischen klassischen Balladen wie Nothing Else Matters zum Beispiel. Und mir hat halt dieser Kontrast gefallen, ne? Dass es oft im gleichen Musik, in der gleichen Band extrem harte Riffs gab und dann gab es halt noch diesen klassischen, ja, soften Scheiß dazu. Was heißt Scheiß, ist es ja nicht, aber du weißt, was ich meine, ne? Dieses softe Zeug dazu. Und ich habe mir halt immer gedacht, so, boah, ist geil, ne? Und das hat immer so ein bisschen den Unterschied für mich gemacht. Und ich habe mich halt trotzdem nie unterkriegen lassen. Ich meine, das ist jetzt kein Metal. Wenn überhaupt, geht es ein bisschen so in die Richtung Soft Rock. Ja, Metallica, bekannt für ihren Musikstil des Softrocks. Kann man sich nicht ausdenken, was er da erzählt. Wobei das auch jeder anders unterscheidet, aber damals, was ein klassisches Beispiel für mich war, wo ich halt wieder aus der Menge herausgestochen habe, die Mädels haben es nicht zugegeben und die Jungs, wenn sie es gehört haben, haben es auch nicht zugegeben, aber haben sich im Normalfall darüber lustig gemacht. Tokyo Hotel. Typisches Beispiel, Tokyo Hotel. Wurde Ja, klar. von Leuten immer verarscht und so. Was habe ich gemacht? Ich habe von Tokyo Hotel so einen fetten Aufkleber gehabt, den man auf die Jacke hinten drauf machen kann, das so draufbügeln. Und habe mir den auf die Jacke, auf, hab damals so eine Jacke gehabt, wo man an den Seiten die Arme wegmachen konnte. Und hab diese Jacke in der Schule immer getragen und bin dann hergegangen und habe da hinten den Tokyo Hotel Aufkleber drauf gemacht. Der hat auch gehalten. Gut, Bis das ist schon irgendwann. dann Stellung beziehen. Natürlich. Und die hat halt auch ausgesehen wie so eine typische Metal-Weste, ne? Und irgendwann. Das habe ich aber nicht gemerkt. Im Unterricht war einer hinter mir, der ist gegangen und hat an meiner Jacke rumgefummelt. Und irgendwann stehe ich auf, ziehe meine Jacke an, wo Pause war, und habe die Jacke in der Hand und schaue mir die Jacke von hinten an. Das ist die Hälfte von meinem Logo weg. Ja, super. Ey, ja. Das sind diese typischen Kleinigkeiten von Mobbing, die gerne unter den Tisch fallen gelassen werden, aber auch das ist Mobbing. So. Ach, Rainer, dann hätte jeder von uns in der Schule Mobbing erfahren. Wirklich ausnahmslos jeder. Jemand sagt was gegen den Tokyo Hotel Sticker, Mobbing. Jemand ist anderer Meinung, du schlägst ihm den Kopf auf die Tischplatte, aber du bist natürlich das Opfer, das gemobbt wurde, weil er dich vorher auch angegriffen hat. Ja, wir kennen ja alle diese Storys, Rainer. Ja, würde es immer geben, weil Mobbing ist eine der ältesten Formen von sozialen Interaktionen, auch wenn man hier von einer negativen sozialen Interaktion spricht. Aber Mobbing gehört mit zu den ältesten ja, sozialen Interaktionen. Das kann man auch im Tierreich beobachten, weil auch im Tierreich gibt es Mobbing, auch wenn das vielleicht im ersten Moment nicht so aussieht.
Aber wir Menschen behaupten ja immer, wir seien intelligente Tiere oder intelligentere als Tiere. Dann sollte man sich auch entsprechend so verhalten. Und ich bin der Meinung, dass man als Mensch durchaus in der Lage ist, sich über seine Spezies zu erheben. Oh, jetzt wird's grotesk, Rainer. Du bist also der Meinung, Mobbing ist eines der ältesten sozialen Verhalten überhaupt. Und das zeigt einmal mehr, dass er nicht weiß, was Mobbing ist. Was du meinst, ist das Ausgrenzen von Menschen, die für das Überleben des Stammes hinderlich waren. Das ist rein evolutionär gesehen ein Schutzmechanismus, genauso wie zum Beispiel das Gefühl der Angst, um das Überleben der Gruppe zu sichern, weil man sich in einer Gefahrensituation befindet. Wenn jemand beispielsweise irgendeine Krankheit hat, bei der er halt immer irgendwie schreien muss und irgendwelche Ticks hat oder sowas, und eine Gruppe vom Stamm sich an einen Mammut anschleichen möchte, ja, dann ist dieser Typ halt fürs Überleben der Gruppe hinderlich, wenn der halt dabei ist und ständig schreit und man sich so nicht anschleichen kann. Das ist aber kein Mobbing, wenn der dann halt nicht zum Jagen mitgenommen wird. Das ist einfach ein sinnvolles Handeln. Zu sagen, das wäre Mobbing, dass halt nicht alle gleich behandelt wurden zu Urzeiten, wenn es halt noch irgendwelche Stammesmitglieder waren, ist halt einfach nur naiv und zeigt halt, dass du keine Ahnung hast, was Mobbing bedeutet, wenn du das auf solche Zeiten überträgst und es mit heutigem Mobbing vergleichst. So. Leute, warum können wir nicht immer solche Gäste haben? Gäste, mit denen man einfach mal vernünftig unterhalten kann, sich unterhalten kann. Gäste, die einem keine Widerworte geben, die einfach alles für bare Münze nehmen, was ich, der gute Reini, halt immer sage. Warum können wir sowas nicht immer haben, liebe Leute? So, was ich jetzt gerade ansprechen wollte, was ich jetzt aber gerade vor lauter Hin- und Hergeeier wieder mal nicht geschafft habe, folgende Aussage. Passt auf, ich wollte eigentlich das ansprechen. Da will ich eigentlich, das wird auch noch kommen, da werde ich auch noch so ein Video hochladen. Und das Video, was ich da hochladen werde von, ist sowas Ähnliches wie das, was ich angesprochen habe gerade mit den Mädels, ne? Dabei geht es um Gewalt am Arbeitsplatz. Da wollte ich mal ein kleines Video zu machen. Muss ich mal gucken, wie ich das genau hinferkel. Das weiß ich noch nicht so genau. Das muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme. Und ein vergleichbares Video wollte ich auch noch machen zu ein paar ähnlichen Themen. Ich weiß nicht. Jetzt können ja gerade nur die Abonnenten schreiben. Was haltet ihr von solchen Videos? Also gefällt euch, danke Seto. Was denkt ihr? Gefällt euch das? Oh, hauer, hauer, ha. Rainer möchte ein Video über Gewalt am Arbeitsplatz machen. Und das war dann so der Punkt, wo ich im Stream dann langsam Kopfschmerzen bekommen habe vom ständigen Kopf auf den Tisch schlagen, vor lauter Entsetzen und Fassungslosigkeit, was er da erzählt. Rainer, du hast in den letzten Jahren in der Schanze gearbeitet, in Anführungsstrichen, wenn man das mal so nennen will. Du hattest gar keine Kollegen. Du hast auch im Moment keine Kollegen. Wie um alles in der Welt willst du etwas zu diesem Thema erzählen können? Möchtest du darüber reden, wie die Leute vor deinem Tor standen, also die gleiche Schallplatte, die du seit Jahren abspielst? Ist das für dich Gewalt am Arbeitsplatz? Ich weiß echt nicht, was er uns dazu erzählen möchte. Seit Ewigkeiten nicht mehr am Arbeiten gewesen mit irgendwelchen Kollegen, wo man solche Erfahrungen natürlich machen könnte, aber er will Videos dazu machen. Oh Mann, oh Mann. Als Beispiel. Nehmen wir mal unseren guten Dennis, Entschuldigung, unseren guten Mimon meine ich. Ich würde mal sagen, wir machen Folgendes. Ja, was ist denn das? Danke, was war das denn für ein komisches Teil? Nehmen wir mal unseren guten, jetzt hätte ich fast schon wieder seinen Namen gesagt, nehmen wir mal den guten Mimon. Mimon beschwert sich, soweit ich informiert wurde, ich weiß nicht, ob das stimmt. Soweit ich informiert wurde, beschwert er sich über solche Menschen, die Feuerwehr, Krankenwagen, Polizeieinsatz und so weiter machen. Gleichzeitig ist aber er der Mensch, der immer wieder veröffentlicht, wenn ich irgendwo bin, gesehen wurde oder sonst was. Was im Klartext, danke für die ganze Unterstützung, Ben, was aber im Klartext wieder dann dafür sorgt, dass Leute, die wissen, wo ich bin, Krankenwagen, Feuerwehr und so weiter und so fort, anrufen und dahin schicken. Das heißt, das im Klartext, obwohl Mimon sich darüber aufregt, ändert es sich daran. Ja? Ich meine, der gute Dennis beschwert sich darüber, der Mimon beschwert sich darüber, dass diese Leute bei mir hingeschickt werden.
So, und jetzt unterbreche ich mal. Rein hat nun mehrmals den Namen von Mimon geleakt. Und das findet hiernach auch noch ein paar Mal mehr statt. Dazu sei mal zu sagen, dass genau das passiert wie damals beim veganen Ja-Metzger. Sobald Rainer der Meinung ist, er weiß irgendwas über die Leute, die halt ihm nicht passen, dann haut er die Daten raus. Natürlich hat Mimon diesen Namen halt selber schon in seinem Video gesagt, aber Rainer versucht das jetzt hier als Geheiminformation darzustellen, die halt nur er hat. Im Blog schrieb er dann ja nochmal, er macht sowas ja nie und im Endeffekt grinst er sich dann dabei einen ab, wenn in diesem Video hier, wenn er den Namen dann halt ganz zufällig 6 oder 7 Mal droppt. Also Doppelmoral vom Feinsten. Und genau dieser Mann meint halt anderen Leuten Doppelmoral vorzuwerfen. Obwohl halt ein Mimon, aber auch ich oder so oder ziemlich jeder andere auf YouTube, der Videos zu Rainer macht, sich immer davon distanziert bezüglich Feuerwehr, Krankenwagen und so weiter. Das ist halt schon ziemlich heuchlerisch von Rainer, dass man halt selber so ein Verhalten an den Tag legt, aber dann nur mit dem Finger auf andere zeigen möchte. Aber wieder ein typisches Beispiel, warum Rainer so angesehen wird, wie er angesehen wird in Internetdeutschland. Er beschwert sich darüber, dass diese Leute mich angreifen, also nicht mich angreifen, sondern die Leute drumherum angreifen. Pizza-Service, Feuerwehr, Krankenwagen, Polizeieinsatz und so weiter. Er beschwert sich darüber und gleichzeitig, ja, befürwortet er das indirekt, indem er hergeht und sagt, ja, Drachenlord ist da und da, er ist da und pennt da und so weiter und so fort. Und dann auch noch postet, wie das heißt und sogar noch die Adresse teilweise dazu postet. Macht er nicht immer, aber meistens kommt es von ihm. Wenn auch nicht immer. Danke, die Brille sehe ich übrigens auch. So, und das ist so ein Verhalten, wo ich mir denke, das ist doch typisches Doppelspiel. Auf der einen Seite beschwert er sich darüber, wenn Leute sowas wie Feuerwehreinsatz, Polizeieinsatz und so weiter und so Krankenwagen machen. Ja, aber gleichzeitig sorgt er dafür, dass genau diese Sachen passieren. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Dennis, Entschuldigung, jetzt habe ich es zum 5. Mal gesagt, sorry, ne? Tut mir leid, Dennis, ich meine Mimon. Pass auf. Du machst das Folgendes. Du gehst her und sprichst Menschen so an, dass du sagst, du verachtest solche Sachen. Damit versuchst du dich bei Hatern sowie Fans, also auch Zuschauern, also neutralen Personen, gut zu stellen. Gleichzeitig versuchst du aber, indem du die Adresse postest, genau dieses Verhalten hervorzurufen. Und damit zeigt sich, dass du genau die Problemsituation an der Stelle an den Tag legst. Wo hat Mimon denn Adressen gepostet? Ich habe gerade mal seinen Twitter-Feed so ein bisschen durchgescrollt, also in den letzten Wochen hat er null irgendwelche Adressen gepostet. Tatsächlich sind das immer andere Leute, die Bilder von dir im Back machen oder sowas. Das macht aber nicht Mimon und veröffentlicht dann als Urheber, der die Fotos geschossen hat. Das sind irgendwelche anderen Leute. Und davon mal ganz abgesehen, war ja im Back auch noch kein Feuerwehr- oder Krankenwagen-Einsatz, also auch wieder falsch, was du da sagst. Aber naja, man sieht dadurch auf jeden Fall sehr schön, wie Mimon eine Großraumwohnung mietfrei in deinem Kopf bezogen hat. Bruder, du musst da endlich mal was machen, dass du aus dem Loch rauskommst. Aber denkst du nicht? Dazu sage ich jetzt mal lieber nichts, was ich mir gerade gedacht habe. Ja, natürlich wäre das nicht verkehrt. Aber mal jetzt ernsthaft, oder nicht? Ja, ich hatte gerade bloß was anderes im Kopf. Ja, meine lieben Freunde, und das ist der Romantiker. Die Dame sagt, er muss halt was tun, damit er aus diesem Loch rauskommt. Und Rainer denkt wieder an die Sache, die ihn bei Frauen als Sexist dastehen lässt. Nicht dieses normale Ansprechen, Rainer, was du halt immer sagst. Solche Situationen sind der Grund dafür. Und das auch vollkommen zu Recht. Nee, du hast schon recht. Es wäre schon schön, wenn man da mal was ändern kann. Aber es liegt ja letzten Endes nicht an mir. Wenn es nach mir geht, könnte man an der Situation gleich heute noch was ändern. Aber. Und was würdest du machen, wenn du könntest? Also jetzt mal ernsthaft, was würdest du machen, wenn du könntest? Ich würde mehr Livestreams machen, wo ich auch unterwegs bin und man auch sieht, wo ich bin. Ich würde verschiedene Arten von Videos vielleicht auch mit anderen Personen zusammendrehen. Ich würde versuchen, Sponsorings zu bekommen, dass ich bessere und vernünftigere Videos mache. Ich würde mir vielleicht sogar wieder einen Wohnsitz zulegen. Aber all das kann ich nicht machen. Aber ganz kurz, denkst du, ich meine, du musst ja auch ein bisschen langfristig denken. Das wird ja nicht für immer funktionieren. Du wirst nicht für immer bis 60, 70 Livestreamen können, weil sich die Welt verändert. Du darfst nicht so leichtgläubig sein. Das ist ja kein Zustand. Sag das mal Menschen wie, wer ist ein gutes Beispiel?
Ich weiß, wen ich meine, aber ich habe den Namen nicht im Kopf. Warte mal. Sag das mal Leuten wie Charlie Chaplin. Du kannst nicht mit sowas mit so jemandem vergleichen. Wieso nicht? Ist ein Dich. Schauspieler gewesen. Schaut euch mal bitte dazu diesen überheblichen Gesichtsausdruck an, wenn sich ein Rainer Winkler mit einem der größten Schauspieler in der Geschichte des Films vergleicht. Ein Name, der weltweit bekannt ist. Jemand, der für so große Meisterwerke wie, weiß nicht, Modern Times zum Beispiel Weltruhm erlangt hat. Und Rainer vergleicht sich, ja, der Rainer Winkler, der arbeitslos, wohnungslos und ständig bettelnd ist, mit einem Charlie Chaplin. Und anhand seines Gesichtsausdrucks merkt man auch, dass er das wirklich ernst meint. Und du bist Hat Schauspieler, sein Leben oder? lang, hat sein Leben lang Schauspiel gemacht. Ja, bist du Und ich. Schauspieler? Nein, aber ich wette, als das, er hatte das angefangen zu einer Zeit, deswegen habe ich ihn als Beispiel genommen, er hat es ja mit Schauspiel und so weiter zu einer Zeit angefangen, wo das alles noch neu war. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch viele gesagt haben, ey, du bist doch dumm, warum machst du das? Das hat auch keine Zukunft nicht. Ja, und heutzutage hat es Zukunft. Okay, boah, spinnen wir das Ganze mal Heutzutage. durch, okay? Warte mal, Heutzutage spinnen. hat sich das, heutzutage hat sich das Ganze weiterentwickelt und jetzt läuft es eben übers Internet. Okay, aber mal ganz kurz, Butter bei die Fische, das weißt du selber. Eigentlich lebst du nur von den Hatern. Es gibt einfach mehr Hater als Fans. Und das weißt du auch ganz genau, das brauchst du nicht bestreiten, das wissen wir alle. Doch, Und das irgendwann weiß ich werden anders. Hater, lass Und mich dann würde ausreden ich bitte, dich, ja, aber irgendwann warte, werden mach mal einen, Hater eins nach auf dem einmal. anderen. Stopp, eins nach dem anderen, bitte. Du sagst, es gibt mehr Hater als Fans. Dann Ja, ist frage ich so. mich, ja, aber wie viele Hater gibt es denn? Wenn man mal nach Telegram geht, und Genug. das sind die, warte mal, wenn man mal nach Telegram geht, nach der größten Telegram-Gruppe, wo die ganzen Hater versammelt sind, und es gibt keinen Vergleichswert auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter oder sonst wo, ich habe noch keinen Kanal von irgendeinem Hater gesehen, der mehr als 80.000 Follower hatte. Nein, es geht So, doch darum, mein dass du es. YouTube-Account hat 227.000, mein YouTube-Account hatte früher über 270.000. Ja. Was ist dann das ganze andere Zeug? Okay, und hier muss ich ja dann auch nochmal reingrätschen. Nur weil halt Rainers YouTube-Account damals hochgebottet war, sind das doch keine Fans. Das sah man ja auch an deinen Aufrufzahlen, Rainer. Wenn du 20.000 Views auf einem Video bei YouTube hattest, dann war das ja viel. Und nur weil du dann halt 90% Bots auf dem Kanal hast, aber die halt natürlich deine Videos nicht schauen, ist das kein Beweis für eine große Fanbase. Aber ich kann dir mal was aus den YouTube-Stats erzählen. Auch wenn ich halt keine 200.000 Abos habe, habe ich bei weitem mehr Views, als du damals hattest auf YouTube. Und bei YouTube kann man ja zum Beispiel in den Analytics auch sehen, wer seine Videos schaut. Und ich blende euch mal einen Ausschnitt aus Analytics dazu ein. Dort sind die letzten 90 Tage von meinem Kanal. Und da sehen wir, dass die wiederkehrenden Zuschauer etwas über 250.000 sind und die einzelnen Zuschauer über 630.000 sind. Das heißt, 250.000 Zuschauer schauen sich öfters meine Videos auf meinem Kanal an und mindestens ein Video haben sich mehr als 637.000 Menschen angeschaut. Halt in den letzten 3 Monaten. Das sind die Messwerte, anhand du Fans zuordnen kannst. Nicht durch hochgebottete Abozahlen, wovon aber niemand deine Videos klickt. Und wenn wir danach gehen, gibt es halt einige Leute mehr, die eher die Hater-Kanäle verfolgen als dich, Rainer. Ja, Also, sagen wir trotzdem. mal, gehen Nein, wir den Hatern diese mal Hater abonnieren 90.000. natürlich deinen Kanal schon ganz klar, weil die natürlich wissen wollen, was du machst. Aber wenn jetzt keine Hater mehr da wären, hättest du auch keine Views. Ist einfach ein Fakt. Stimmt doch nicht. Ja, Stimmt doch, doch nicht. hättest du Das ist doch vielleicht nicht, weniger, aber das hättest ist du doch mit nicht den Views, die realistisch. jetzt. Das heißt, es ist auf jeden Fall Du, deine Einkommensquelle, ganz klar. du. Ich hätte nicht so viele Views wie jetzt, ja, aber. Ja, also auch weniger Geld. Stopp. Also erst einmal ist die Frage immer noch, wie viele Views habe ich tatsächlich Ja, ohne wie die viel hast du Hater, denn? weil die Sache nämlich die ist, und das kann ich dir ganz schnell erklären, Fakt ist, ich glaube nicht, dass mein Kanal so viele Views von Hatern hat. Erkläre ich dir auch warum. Wenn ich nämlich so viele Views von Hatern hätte, warum gibt es dann so viele Hater-Kanäle, wo genau der gleiche Stuff, den ich hochlade, ist, der da nicht gehatet wird, der von anderen Leuten da hochgeladen wird und der genau die gleichen Aufrufe oder teilweise sogar ein bisschen mehr Aufrufe hat wie ich, obwohl ich mehr Views und mehr Abonnenten habe. Rainer vergleicht hier wieder Äpfel mit Birnen. Es ging erst um die Abozahlen und jetzt um die Views. Rainer, einmal direkt an dich. Bei deinem Content hättest du ohne Hater vielleicht 5 Zuschauer. Es gibt Tausende wie dich, die einfach halt langweiligen Content bringen und hoffen, irgendwie mal den Durchbruch zu schaffen. Tatsächlich gibt es halt nur einen Grund, warum du für die Masse interessant bist. Und das ist der Hate. Dass er dann halt wirklich der Meinung ist, dass er ohne Hate richtig groß wäre, ist einfach sowas von lächerlich. Und auch auf deinem Kanal, lieber Rainer, schauen auch zu 50% Hater. Locker.
Das sind keine Fans, das sind Leute, die halt sehen wollen, wie du wieder ins nächste Fettnäpfchen trittst. Tatsache ist... Du checkst nicht, gell, was ich gerade meine. Doch, du checkst nicht, was ich meine, glaube ich. Sache ist die... Nein, du natürlich. Du sagst, ich habe keine Views mehr auf meinem Kanal ohne die Hater. Es regt mich halt so auf, bleib mal... Ich reg mich nicht auf. Du bist doch die hier rumschreit. Passt dir das nicht, dass ich dich... Also ich bin komplett durch, Mann. Passt es dir jetzt nicht, dass ich dich ausbote mit deinen eigenen Problemen, oder was? Auch so ein typischer Rainer. Den Gegenpart nicht zu Wort kommen lassen und dann solche lächerlichen Scheinargumente bringen. Und wenn der Gegenpart dann nicht dazwischengrätschen kann, weil Rainer ununterbrochen redet und selber immer unterbricht, heißt es dann, ja, passt dir wohl nicht, dass ich dich so ausbote. Ähnlich war das ja auch beim Gespräch mit Henk. Eine Diskussion mit Rainer macht halt nur Sinn in solchen Situationen, wenn jeder seine Argumente vorbringen kann, ohne unterbrochen zu werden. Und in Rainers Streams geht das sowieso nicht, denn wenn man sich dann halt so verhalten würde wie Rainer und ständig dazwischen grätschen würde, würde man ganz einfach gebannt werden mit dem Satz, ja nee, komm, so brauchen wir hier gar nicht anfangen. Halt wie eh und je. Wenn die Meinung nicht passt, kommt der Bannhammer raus. Rainis Monolog überspringen wir jetzt mal und wir gehen mal zum nächsten. Aber bitte hör auf zu sagen, dass du mehr Fans hast als Hater, weil das ist einfach kein Fakt. Ich habe nicht gesagt, dass ich mehr Fans habe als Hater. Ja, habe ich nie behauptet. Ich habe gesagt, ich habe mehr Zuschauer als Hater. Natürlich. Ja, aber wo... So, und natürlich könnt ihr hier aber zurückspulen und euch nochmal anhören, dass die Dame gesagt hat, du hast halt mehr Hater als Fans, die dich schauen. Und darauf hat Reini gesagt, nein, das sehe ich anders. Und du sagst, ich habe mehr Hater als Fans, aber dann frage ich dich, was ist mit meinen Abos hier und meinen Abos da und so weiter. Es ging nur um Fans und Hater, nicht um Zuschauer, Rainer. Und das kann sich wieder jeder anhören, wie du hier wieder gelogen hast. Das ist halt wieder so ein klassisches Beispiel. Rainer hält Monologe über Minuten lang und bezieht sich dann auf irgendein Wort von vor 10 Minuten, was er nie gesagt haben will, um die Argumentation des Gegenübers zu zerstören. Er weiß selber, dass er das Wort gesagt hat und will sich halt nur so um eine ordentliche Diskussion drücken. Davon gibt es halt tausende Beispiele und daher sind Diskussionen mit Rainer einfach komplett sinnlos, wenn die nicht moderiert sind. Naja, wir springen nochmal ein bisschen weiter. Ich merke schon, das Video wird wieder viel zu lang werden. Ich kann halt nicht normal arbeiten gehen. Würde ich gerne, wenn ich, ich würde wahrscheinlich mittlerweile sogar wieder normal arbeiten gehen, wenn ich das verdiene, was ich früher verdient habe, beziehungsweise halt den Vergleich, was man heutzutage halt normal verdient, wie damals ich verdient habe. Als normaler Arbeiter würde ich vielleicht sogar echt durchziehen. Das Problem daran ist nur, dass es nicht funktionieren wird. Aber nur, weil du nicht arbeiten willst, nicht weil du keine Arbeit findest. Ich sage es ja immer wieder, wenn er sich eine Arbeit sucht und aus der Öffentlichkeit zurückhält, wird der Hate komplett abflachen und vermutlich nach einem halben Jahr vielleicht zu 99% weg sein. Dieses halbe Jahr hätte er sich ja auch mit dem Geld vom Haus zum Beispiel überbrücken können oder danach dann halt anfangen können zu arbeiten, wenn er es denn einfach auch gewollt hätte. Hat er aber nicht. Und warum? Weil es nur einen einzigen Grund gibt, warum Rainer das weitermacht, was er im Moment halt macht. Er möchte sein Influencer-Leben weiterführen, wo man halt mit minimalem Aufwand, mit halt ein paar Stunden Labern in der Woche im Stream halt Geld verdienen kann, wo er normalerweise 40 Stunden die Woche für malochen müsste. Das ist der Grund. Und jedes Mal, wenn Rainer euch etwas anderes erzählt, lügt er euch an. Ich kann keine normalen Arbeit mehr nachgeben. Weil jetzt zum Beispiel auf Rufis Kanal wurde ja gesagt, dass du halt so ein Jobangebot oder mehrere Jobangebote hattest. Plus, glaube ich, ein Wohnungsangebot und irgendwie das abgelehnt hatte. Weil ich davon ausgegangen bin, dass es ein Fake war. Und das wurde letzten Endes ja veröffentlicht, also ist es in meinen Augen auch bestätigt, dass es ein Fake war. Jetzt heißt es natürlich wahrscheinlich gleich wieder, weil es auch schon gesagt wurde, dass die Person deswegen das veröffentlicht hat, weil sie oder er oder es, wie auch immer, angepisst davon war, dass ich abgelehnt habe. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, wenn die Person so reagiert, wenn ich ablehne, weil ich sie für eine Fake-Aktion halte, dann solche Aktionen abzieht, ist es dann ein Angebot, was man als seriös bezeichnen kann? Nein, 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 da hat Rainer wieder was ganz falsch verstanden. Lisa hat das nicht veröffentlicht, weil du das abgelehnt hast. Wenn sie das hätte veröffentlichen wollen, weil sie sauer war, weil du abgelehnt hättest, dann hätte sie das ja schon vor einem Jahr veröffentlicht, als das passiert ist. Der Grund, warum sie sich an mich gewendet hat und das veröffentlichen wollte, ist der, dass du abgelehnt hast und gleichzeitig aber immer wieder in den Stream rumgejammert hast, dass du ja nirgendwo eine Wohnung finden kannst. Das ist der Grund.
Und da du das mit diesen Aussagen, mit dieser verzweifelten Suche nach einer Wohnung und niemand, der dir helfen will, in letzter Zeit wirklich auf die Spitze getrieben hast in deinen Streams, hat sie sich bei mir gemeldet, weil ihr da einfach die Hutschnur geplatzt ist. Aber ich finde es ja irgendwie ein bisschen lustig. Letztens hieß es doch noch, du hast nie E-Mails von ihr bekommen. Und das wäre ja alles nur gelogen, was da erzählt wurde. Ich habe die dann ja in meinen Videos dann auch gezeigt, die E-Mails. Und auf einmal hieß es jetzt, ja, ich habe abgelehnt, weil ich dachte, das wäre eine Fake-Aktion. Also eigentlich ist die Argumentationskette so wie immer. Ich lehne Wohnungsangebote nicht ab, weil ich keine Wohnung will. Ich lehne Wohnungsangebote ab, weil ich denke, es sind Fake-Aktionen. Abgesehen davon hatte ich gar keine Wohnungsangebote. Irgendwas, okay. Hier schreibt schon wieder einer, ich soll dich fragen, eine Gans und eine Wassertonne. Okay, ich habe jetzt zweimal gesagt, du sollst das bitte nicht machen. Tschüss. Das ist so, ich habe gesagt, es werden keine Fragen in der Hinsicht gestellt. Habe ich gefragt, habe ich gesagt, oder? Kindergarten. Ja, und da schlägt der Hotbutton, Bannhammer wieder zu. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Jetzt anrufen, Leute. Ja, auf jeden Fall war es das nun mit den Gästen und Rainer macht noch einen kurzen Laberstream für eine halbe Stunde, wo wir uns auch noch mal ein paar Ausschnitte von anhören werden. Warte, was war das für eine Nachricht? Drache, wieso hat Herr... Ach komm, ganz ehrlich, muss diese Frage sein. Muss morgen leider arbeiten. Oh, das ist natürlich nervig. Obwohl, arbeiten gehen, das wäre schon wieder cool. Morgens aufstehen, mittags oder abends heimkommen. Vielleicht nochmal die Frau in den Arm nehmen, das Kind zu Bett bringen, mit der Frau noch ein bisschen. Und dann ab ins Bett. Am nächsten Tag geht's wieder auf die Piste. Also, nicht auf die Piste, sondern arbeiten natürlich. Also ich kann euch sagen, dieser Gesichtsausdruck wird mir jetzt schon wieder schlaflose Nächte bereiten und mich in meinen Albträumen verfolgen. Aber mal ernsthaft, ist er wirklich der Meinung, irgendwer glaubt ihm das? Er hatte jahrelang immer die Möglichkeit zu arbeiten und sein Social-Media-Gedöns einfach sein zu lassen. Beispielsweise ja auch, als das Gericht ihm angeboten hat, sogar eine Arbeitsstelle zu suchen. Aber er stellt es tatsächlich so hin, als ob das nun sein Traum wäre, die 40-Stunden-Woche. Unglaublich das alles. Was ist eigentlich mit dem Schwimmbad, von dem du mal erzählt hast? Ja, das Video ist ja komischerweise verschwunden, was Ofenkäse hochgeladen hatte. Da haben sogar viele Hater sich darüber beschwert, dass es weg ist. Und wieder so eine böse Unterstellung und Verleumdung, dass ich Videos gelöscht hätte und sich Hater auch beschweren würden? So ein Blödsinn, Rainer. Aber ist schon komisch, oder? Ich meine, dass ich ja alle Tracking-Seiten im Internet so manipulieren konnte, dass dort gar nicht angezeigt wird, dass irgendwie ein Video gelöscht wird. Ach, Rainer, anstatt nun wenigstens hier mal deinen Fehler zuzugeben bei so einer kleinen Sache wie diese Schwimmbadkarte, wo du mich halt höchstwahrscheinlich einfach nur mit jemandem verwechselt hast oder vielleicht auch nur geträumt hast, denn mal war es ja bei Jason im Stream, wo ich ja nie war, aber doch gewesen sein soll, mal war es jetzt ein Video auf meinem Kanal, den es ja jetzt irgendwie nicht mehr gibt, weil es gelöscht wurde oder was auch immer. Es ergibt halt vorne und hinten keinen Sinn, was du erzählst. Und dann halt wenigstens die Größe zu haben, zu sagen, sorry, mein Fehler, ich habe mich da irgendwie vertan. Aber nein, selbst das geht nicht. Ja, der Rainer. Was wollen wir da erwarten? Aber nun achtet mal gleich bei der nächsten Szene bitte auf den Gesichtsausdruck, wenn er die nächste Frage beantwortet. Hast du denn keine Geld mehr vom Haus oder Autoverkauf? Das muss für Portugal doch locker reichen. Das war letztes Jahr im Mai, Juni, Juli. Davon ist nichts mehr übrig. Leute, glaubt ihr, glaubt ihr, mein Leben ist kostenlos? Seht ihr dieses Entsetzen in seinem Gesicht? Wie entsetzt er darauf antwortet, dass irgendjemand glaubt, Geld von einem Hausverkauf und einem Autoverkauf würden ein halbes Jahr lang reichen und dann sei noch irgendwie was übrig. Ich finde das auch wieder so ein richtig gutes Beispiel dafür, dass Rainer einfach gar keinen Bezug zum Geld und zum Wert des Geldes hat und man hier jetzt wieder sehr schön sieht, dass jeder normale Mensch natürlich denkt, das Geld vom Hausverkauf muss ja eine lange Zeit lang reichen. Nur halt Rainer nicht. Der gibt hier und da Geld aus und nach ein paar Monaten ist er dann wieder pleite. Glaubst du nicht, dass auf lange Zeit ein Autoleben viel Probleme für Rückenschmerzen mit sich bringt? Ich habe ja nicht vor, in meinem Auto zu schlafen. Habt ihr gerade das Gleiche gehört wie ich? Er hat ja nicht vor, im Auto zu schlafen. Ich dachte, das ist sein Plan, weswegen er so viel Geld sparen kann, wenn er halt nur seinen Führerschein wieder hätte. Nach seiner Rechnung würde er 60 bis 80 Euro sparen können pro Tag, wenn die Hotelkosten wegfallen, weil er ja im Auto schlafen kann.
Das war seine Aussage. Und nun sagt Rainer, ja, ich will ja nicht im Auto schlafen. Es ist einfach alles so lächerlich geworden, wirklich. Wie oft er sich alleine in diesem Stream schon wieder um 180 Grad gedreht hat. Utopisch. Also, würde ich sagen, wir beenden den Stream an dieser Stelle. Ich werde versuchen, falls ich morgen streame, morgen etwas früher zu streamen. Achtet auf das Video, was ich hochlade für euch. Da seht ihr es dann ja. Heute noch Discord. Wie gesagt, ich werde jetzt in den Discord, ich werde jetzt was essen oder mir was essen organisieren, dann werde ich essen und dann werde ich in den Discord gehen. Und dabei live, ich werde dann im Discord streamen, wie ich League of Legends Aram zocke. Für alle Abonnenten. Also, bis dahin, euer Drache, haut rein und tschö tschö. Ja, und das war dieser katastrophale Stream. Wirklich, teilweise diese Arroganz von Rainer ist schon echt übel. Dass er sich halt immer noch so als unantastbar ansieht und in seinen Augen ja immer noch das höchste Wesen ist, ist nach all den Jahren wirklich nur noch bekloppt. Na, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das demnächst noch weiter mit Raini entwickeln wird, wenn das Geld dann wieder etwas knapper wird in den nächsten Tagen. In diesem Stream hat er ja wieder ein bisschen Geld gemacht, aber das lag wohl eher daran, dass er jetzt nach einigen Tagen das erste Mal wieder gestreamt hat. Wenn er nun wieder täglich online ist, wird das natürlich auch wieder weniger. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass vermutlich noch ein paar Strikes in der Pipeline hängen, die im Moment geprüft werden. Beim letzten Strike hat es ja auch irgendwie 2-3 Wochen gedauert. Also wäre es nicht ganz verwunderlich, wenn demnächst dann nochmal wieder 7 Tage Sperre abgesessen werden müssen. Na, wir lassen uns mal überraschen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, habt alle noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video sage ich, Medal of, meine Freunde!